Ferdinand fragt Pete Smeet: Was findet ihr bei welchem Spiel perfekt umgesetzt? Zum Beispiel Steuerung vom Pferd, Feeling einer Waffe etc. Also es gibt ja so viele Klassiker-Sachen, wofür Spiele speziell stehen. Ja, sowas wie Half-Life 2 und Physik. Mit der Source Engine kam da halt so viel dazu. Oder Metal Gear Solid und die Inszenierung. Aber was mir auch eingefallen ist, was extrem gut umgesetzt ist, ist in Unreal Tournament 1 der Announcer. Ja, der oder die Sprache, die kommt, wenn du halt was machst. Sowas wie Headshot, ja, oder Multikill, Monsterkill und allgemein. Dieses Feeling, das dadurch erzeugt wird, ist halt ganz speziell und macht das Spiel sehr viel besser, als wenn es das nicht hätte, obwohl es eine so total spezielle Sache ist eigentlich. Da musste ich gerade dran denken, weil das einfach mega geil ist und das wussten sie auch selber, deswegen haben sie es in den Nachfolgeteilen auch gemacht. Perfekt umgesetzt. Also es gibt einige Spiele, die immer so ein bisschen dabei hervorstechen, Sachen besser zu machen als andere. Eins wäre beispielsweise Formel 1, was insofern zumindest bei mir und ich glaube auch bei Jay und Peter, wir haben da schon öfter drüber geredet, uns dahingehend verdorben hat, dass wir andere Spiele so Forza oder so, die ja dann hingehen und sagen, ja, wir sind aber eher Realismus-Spiele, wo du dir dann so bei der Steuerung denkst, weißt du, dann kann ich auch mal so lenken. Also da hat Formel 1 uns verdorben, weil irgendwie die Steuerung so super schön direkt ist. Das macht das Spiel schon ganz gut. Dann Shooter Rainbow Six ist mir letztens wieder aufgefallen, hat eine unglaublich gute Waffensteuerung, auch vom Spray her. Das macht echt Spaß. Sound, definitiv sind die Battlefield-Spiele ganz vorne mit dabei. Da kannst du immer auf volle Lautstärke setzen. Und da ist immer richtig schöner Wumms. Also von jedem gibt es irgendwie immer ein bisschen was. CS ist zum Beispiel auch so ein Spiel, was sehr direkt ist und eine gute Steuerung hat. Und das ist eigentlich schon fast das Wichtigste. Gute Steuerung. Naja, Battlefield hat eher so Grafik, Sound, bisschen Steuerung, wenn sie es dann irgendwann mal wieder patchen. Ach ja, ich hoffe, das nächste hat nicht diese Kinderkrankheiten. Bitte, 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 bitte nicht, Was ist das denn für eine krasse Frage? Also auf alle Videospiele bezogen, welche Spiele denn in ihrer winzig Kleinigkeit so geil sind, okay. Also Counter-Strike hat ein richtig gutes Aiming, richtig gute Zielverhalten, COD, MW2 war da auch richtig stark. Da zählt halt nicht Grafik, sondern da zählt das Gefühl der Maus und der Bewegung und vom Schussverhalten. Das finde ich bei beiden Spielen sehr geil. Keine Ahnung, sowas wie Grafik zum Beispiel, alle 4K-Spiele, die aktuell sind, ist halt, ja, schwierig zu sagen. Geile Spiele mit geiler Grafik haben natürlich auch, ne, sind halt grafisch natürlich auch sehr cool. Wow, wen überrascht es? Aber was haben wir noch? Strategiespiele gibt es natürlich auch einige, wo halt alles aufeinander abgestimmt sein muss. Da ist StarCraft ziemlich geil, muss ich sagen. Und viele neue Spiele, da merkt man, die sind sehr unbalanced. Aber zum Beispiel sowas wie LOL ist halt auch super weit in seinem Metier. Da gibt es so viele viel schlechtere MOBAs. Oder halt auch so WoW. Also ich finde die Frage noch so ein bisschen sehr offen. Natürlich gibt es da halt so ein paar Sachen, die speziell auf manche Spiele zugeschnitten sind, so Atmosphäre oder sowas, so Hellblade, das war nochmal so ein Spiel, was halt Atmosphäre richtig stark behandelt und den Charakter nochmal richtig rausprägt oder keine Ahnung, Horizon Zero Dawn hat nochmal eine richtig coole Open World gehabt, finde ich, und einfach mal ein cooles Setting, ein anderes und ja. Also jetzt mal abseits von Feeling im Spiel, ja, so nach dem Motto, wie man die Welt findet, ja, zwischen Feeling der Waffe und Steuerung und so weiter, finde ich tatsächlich Call of Duty Modern Warfare 2 sehr gut umgesetzt, so unfassbar direkte Steuerung, aber auch Counter-Strike kann gut damit umgehen. Ich finde tatsächlich die Steuerung auch in GTA ziemlich gut, ja, auch wenn ich manchmal nicht weiß, welche Taste ich drücken muss, aber sie macht halt Sinn, gerade auch wenn man ein Auto fährt und so, du hast halt das Gefühl, dass das Auto immer unter Kontrolle ist, weil es sehr arcade-lastig ist. Ich finde die Steuerung von Mario Kart gut, aber perfekt
no chance. Perfekt umgesetzt ist immer so eine schwierige Sache. Ich finde beispielsweise bei Formel 1 2017 das Fahrverhalten wirklich ziemlich gut umgesetzt. Vom Feeling her, wie es mir Spaß macht, wie halt einfach sich fährt der Wagen, wie er reagiert. Ich finde, das fühlt sich sehr reell an und macht halt auch Spaß und man kann halt besser werden. Von den KIs und so weiter reden wir ja natürlich nicht, ne? Die sind halt echt Grütze. Was fällt mir noch ein, was perfekt umgesetzt wird? Bei Richer die Nebenquests, die finde ich echt interessant, abwechslungsreich, ist eigentlich fast das Beste an dem Spiel. Und vom Kampfsystem her finde ich eigentlich die Dark Souls-Reihe mit so am besten. Tatsächlich.